diesem kleinen Film wollen wir Ihnen einmal zeigen, wie die Umsetzung einer Wärmerückgewinnung aus Prozessabluft in einem Industriewerk, in diesem Falle ein Beschichtungswerk, erfolgt. In diesem Falle konnte die Prozessabluftanlage innerhalb des Werkes unverändert bleiben. Nach Prüfung der Ablufttemperaturen und Volumenströme waren 4 Emissionspunkte sehr interessant für den Einsatz einer Wärmerückgewinnungsanlage. In der Regel, so auch hier, beginnen wir am Anfang mit einer Erfassung der Emissionspunkte und einer groben Skizze. Nach Festlegung der groben Züge beginnt dann die Detailplanung in 3D. Hierbei müssen natürlich neben der Statik auch die baulichen Gegebenheiten berücksichtigt werden und gegebenenfalls Schlosserarbeiten im Vorfeld auch von uns mitgeplant werden. In diesem Falle ging es der Werksleitung nicht nur darum, die Energie aus der Prozessabluft zurückzugewinnen, sondern gleichzeitig den Unterdruck im Betrieb zu reduzieren und im Sommer eine Hochleistungslüftung zu haben, die auch für die Mitarbeiter für angenehmes Klima sorgt. Wenn die Planung komplett abgeschlossen ist und wir die Freigabe der Werksleitung erhalten haben, beginnt bei uns in der Produktion die Fertigung einzelner Lüftungskomponenten. Danach beginnt die Aufgabe unserer Monteure vor Ort, die von uns geplanten Systeme in die vorhandenen Anlagen einzubauen. Hier können wir uns jedoch sehr auf unsere Mitarbeiter verlassen, die im Laufe der Jahre gelernt haben, auch komplexe Probleme, die auftauchen können, in irgendeiner Form vernünftig zu lösen. Hier sehen wir das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive. Diese Ablaufpunkte, die hier schon abgeschnitten worden sind, genau wie der auf der anderen Seite, werden quasi in die Tauscherkammer geführt. Die beiden Tauscher sind zusammengeschaltet, abgesaugt oder angesaugt wird zwischen den Tauschern die Frischluft. Zwischen den Tauschern haben wir 2 Ansaugöffnungen, die kann man jetzt sehr genau im Bild erkennen. Und darunter ist es wiederum eine Verbindung, auch auf der Zuluftseite. Sorgt jetzt wieder dafür, dass die Zuluft zurückgeführt wird. Hier auf diesen Stahlträgern läuft dann einmal eine Rückführung nach hier rüber, geht durch das Dach. Das gleiche haben wir im Prinzip auf der anderen Seite nochmal. Damit wird die Wärme wieder zurück ins Gebäude gebracht. Und so entsteht Step by Step ein sehr komplexes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, ob oberhalb des Daches oder unterhalb des Daches. Wir versuchen, möglichst viele Ab- und Zuluftkanäle oberhalb des Daches zu planen, weil innerhalb des Gebäudes, wie man auch hier sieht, die Anforderungen meistens sehr viel höher sind und die Platzverhältnisse oft vernünftige Führungen nicht zulassen. Aber auch in diesem Falle haben wir es wieder dank guter Planung und guter Monteure vor Ort geschafft, die Anlage sauber in das Werk zu integrieren. Das kann ich mir vorstellen. Auch unsere SPS-Steuerung passen wir kundenspezifisch an. Das erleichtert dem Kunden auf einer Grafik, die seine Anlage zeigt, die Bedienung und natürlich auch die Kontrolle und Auswertung der Anlage. Auch auf dem Dach sieht es jetzt anders aus. Die Anlage ist fertiggestellt, bereits im Betrieb. Und aufgrund der korrekten Planung großer Querschnitte in der Abluft und Zuluft und unserem Tauschersystem erreichen wir hier Rückgewinnungsgrade von bis zu 75%. Jedoch sind die Leistungszahlen bei Weitem höher. Je nach Prozessluftemperatur kommen wir auf Leistungszahlen von 1 zu 120. Das heißt, 1 kW Strom wird eingesetzt, 120 kW thermische Leistung wird zurückgewonnen. Das sind für uns Zahlen.
Die hohen Leistungszahlen sind natürlich nur möglich durch den Einsatz von modernen EC-Ventilatoren. In der Industrie verwenden wir ausschließlich Motoren bzw. Ventilatoren der Firma EBM Papst. In vielen Fällen, so wie auch hier, setzen wir auf Axialventilatoren, die einen Gegendruck von ca. 300 Pascal erreichen. Dadurch müssen wir natürlich die Querschnitte entsprechend groß machen, wie man hier auf den Bildern deutlich erkennen kann. Der energetische Vorteil bei diesen Axialventilatoren ist jedoch so groß, dass man dadurch bis zu 80-90% Energieeinsparung erreichen kann. An diesen Stellen wird deutlich sichtbar, wie sich die Querschnitte verändern müssen, um mit der Axialtechnik arbeiten zu können. Der Energievorteil ist jedoch enorm. Trotz der Größe der Anlage fügt sich das System harmonisch in das Gesamtbild des Werkes ein. Das trotz der Größe dieser Anlage. Die hohe Kundenzufriedenheit, die wir durch die Energieeffizienz unserer Anlagen erreichen, macht uns auch ein wenig stolz. Wir danken den Kunden auch in diesem Falle für das Vertrauen, das sie uns gegeben haben. Danke für die Aufmerksamkeit.